Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Heute gibt es mal einen etwas anderen Vlog und zwar werde ich ein Lost Place Vlog machen. Ich weiß noch nicht, ob man da, wo man hingehen, reinkommt. Aber sonst machen wir halt von draußen das Ganze. Und ja, schauen wir mal. Jo Leute, leider gibt es da kein richtiges Reinkommen, wie ihr sehen könnt. Aber es gibt hier jetzt da hinten, das wo man reinkommt, da werden wir jetzt gleich mal reinschauen. Irgendwie war mir das ziemlich klar, dass man da nicht reinkommt. Aber wir haben trotzdem ein paar coole Aufnahmen. Und nun würde ich sagen, starten wir zum zweiten Lost Place. Ist ein bisschen weiter weg von hier. Und ja, wir sehen uns dann, wenn wir da sind. Das ist definitiv verlassen. Das Ding ist, da sind einfach nebendran alles bewohnte Häuser. Und ja, ich habe keinen Bock, Ärger zu bekommen. Von daher, keinen Plan. Man kommt da auch, glaube ich, nicht rein. Das ist schon recht eingebrochen, deshalb würde ich sagen, filme ich das ganze Teil mal von der Ferne und dann schauen wir. Ja, da kommst eigentlich gar nicht ran an das Teil. Das ist komplett durchwuchert mit Brennnesseln, Gedöns etc. und ist definitiv nicht cool, da hochzustarten. Ich habe jetzt auch den Nachbarn mal gefragt, wem das gehört. Vielleicht erfahre ich es und kann dann mal nachfragen, ob ich vielleicht drinnen drehen kann. Weil so alte Gebäude sind echt cool. Und ich habe halt einfach keinen Bock, das illegal zu machen, weil ich einfach ein Kind habe. Ich möchte keinen Stress damit haben. So macht es einfach legal und Thema erledigt. Und jetzt kommen wir an eine Stelle, wo ich als Kind oft war. Da ist ein Wasserfall. Und ich würde sagen, da machen wir ein paar geile Aufnahmen, bevor es wieder nach Hause geht. Jetzt würde ich sagen, gehen wir Richtung Schloss. Beim Schloss waren wir zwar schon mal, aber wenn wir jetzt schon hier in dieser Höhe sind, machen wir da doch eine geile Aufnahme. Wie ihr hier sehen könnt, ist hier eine Verbauung. Das hat den Grund, dass hier vor Jahren mal ein Felssturz war. Als ich noch Kind war, war hier ein Stein. Da gab es die Legende, dass es da eben einen unterirdischen Gang rüber zu Schloss Tratzberg gibt. Und ja. Ob da was dran ist, kann man jetzt nicht mehr nachvollziehen, weil man kommt hier nicht mehr durch. Wie ihr erkennen könnt, bin ich jetzt am Schloss. Ich würde sagen, bevor wir ein Thema ansprechen, das mir wichtig ist, machen wir erstmal ein paar geile Zeitrafferaufnahmen. Ja, was ist mir wichtig? Punkt Nummer 1. Ich war diese Woche nicht so aktiv wie letzte Woche, was einfach daran liegt, dass diese Woche meine Frau krank ist und wie ihr wisst, habe ich ein Kind und einer muss sich halt ums Kind kümmern. Und ja, der nächste Punkt ist einfach auch, dass viel in Planung ist. Wie ihr auf Instagram vielleicht mitbekommen habt, suche ich Zeitzeugen für den Zweiten Weltkrieg und die Zeit danach. Und ja, das ist eine Doku, die ich aktuell plane und auf diesem Kanal umsetzen möchte. Und an dieser Stelle möchte ich euch sagen, hey, wenn ihr jemanden kennt in Raum Tirol, der auf diese Beschreibung zutrifft, vielleicht euer Uropa, Uroma etc., dann fragt sie doch, ob sie Bock haben. Denn diese Menschen, die das noch erlebt haben, die wird es nicht mehr lange geben. Und ich bin einfach der Meinung, dass man das festhalten sollte. Außerdem tut es mir leid, dass der Vlog, der eigentlich für Lost Place gedacht ist, nicht so funktioniert hat. Das ist halt auch ein Format, was ich in Zukunft plane. Nur das Ding ist, ich möchte es einfach legal machen. Ich möchte da Drehgenehmigungen haben etc. Und nicht da einfach in ein Haus rein und geht schon, läuft schon. Nein, das interessiert mich nicht. Denn wie vorhin erwähnt, wisst ihr, habe ich ein Kind. Und kriminelle Sachen interessieren mich einfach nicht. Deshalb mache ich das Ganze einfach legal. Und ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Es ist wieder ein total
vermurkster, durcheinander Vlog, aber hey, kennt ihr es anders von mir? Nun würde ich sagen, gehen wir wieder runter. Ja Leute, ich bin jetzt fast in der Stadt, wie ihr hier sehen könnt. Und was soll ich sagen, es gibt eigentlich nichts mehr, was ich großartig filmen oder sagen möchte. Von daher würde ich sagen, was das für das heutige Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonniert mich da oben. Hiermit bin ich raus. Ciao.